Herzlich willkommen bei StudyLab TV. Wir reden mal so ein paar Minuten über lineare Optimierung. Das ist ein schwieriges Thema und das ist auch ein Thema, das man um verschiedene Facetten noch erweitern kann. Weil wir jetzt hier aber nur mal über so ein paar grundlegende Werkzeuge reden, mit denen man lineare Optimierung durchführen kann, steht hier das Wort Einstieg dran. Jetzt ist ja die Frage, was kann man denn für Probleme mit der linearen Optimierung überhaupt betrachten und vielleicht auch lösen? Und es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten, was man sich da jetzt ausdenken kann. Wir machen mal hier ein kaufmännisches Problem. Dieses Problem lautet, dass es eine Maschine gibt, die verschiedene Intensitäten hat. Also eine Maschine kann auf verschiedenen Intensitäten arbeiten, die verschiedene Stückkosten verursachen. Je schneller diese Maschine läuft, desto größer sind die Kosten pro Stück. Im Ausgleich dafür hat man natürlich dann einen größeren Output pro Zeit. Und man kann sich jetzt überlegen, wie man das dann alles so zusammenbastelt. Zu diesem Problem soll es jetzt mal noch eine Frage geben und die lautet, wie lange muss die Maschine in jeder Intensität laufen, um einen gegebenen Output, und jetzt kommt das alles Entscheidende, deswegen ist es ein kaufmännisches Problem, Kosten minimal herzustellen. Ja, das müssen wir uns mal überlegen und dafür definiert man als allererstes das ganze Problem nochmal mathematisch. Was wollen wir denn tun? Das steckt hier in diesem letzten Ausdruck eigentlich drin. Wir wollen einen gegebenen Output kostenminimal herstellen. Wir können ihn auf verschiedene Arten herstellen, wir wollen ihn aber kostenminimal herstellen, also minimieren wir Kosten. Das ist ja das, was der BWLer gerne den ganzen Tag tut, Kosten minimieren. Also min k, minimiere die Kosten. Wie setzen sich denn jetzt die Kosten zusammen? Also es gibt verschiedene Intensitäten. Und zwar von einer Intensität 1 bis zu irgendeiner beliebigen Intensität n. Wie viele Intensitäten wir uns hier gleich begucken, schauen wir nochmal. Ich schreibe es mal erstmal allgemein auf. So, und was verursacht denn jetzt da Kosten? Also erstmal gibt es ki. Das hier ist ein kleines k, das soll ein großes k sein. Dieses ki, das sind die Stückkosten. Die haben ja dann die Dimension Kosten pro Stück. Dann kann man das Ganze multiplizieren mit einer Produktionsgeschwindigkeit. Das wäre ja dann Stück pro Zeit. Produktionsgeschwindigkeit, auch noch logisch. Und das Ganze müssen wir jetzt ja noch irgendwie so multiplizieren, dass Kosten rauskommen. Jetzt schauen wir mal. Kosten pro Stück mal Stück pro Zeit. Dann kürzen sich die Stück raus. Steht noch Kosten pro Zeit. Wir haben aber Kosten, also müssen wir noch mit der Zeit multiplizieren, die jede Intensität läuft. Produktionszeit. Und wenn man das dann tut, dann kommt hier tatsächlich Kosten raus. Und die Einheit von Kosten ist bei uns einfach nur irgendwie Geld. Yen, Dollar oder Euro, das ist eigentlich völlig wurscht. So, jetzt machen wir das Ganze mal nochmal anhand eines Beispiels. Ich mache mal gerade hier um diese Formel noch einen roten Kasten. Das ist also typisch für ein Optimierungsproblem. Man hat in irgendeiner Form eine Funktion, in diesem Fall die Funktion der Produktionskosten in Abhängigkeit von Stückkosten, Produktionsgeschwindigkeit und Produktionszeit. Und genau diese Funktion soll minimiert werden. Das Ganze machen wir jetzt also mal anhand eines Beispiels. Und damit das Ganze nicht ganz so aufgebläht ist, für zwei Intensitätsstufen. Ist also eine Maschine, die hat nur einen Knopf, den kann man einmal nach ganz links und einmal nach ganz rechts drehen. Das war's. Und was bekommt man dann? Also für die Intensitätsstufe 1 sieht das Ganze folgendermaßen aus. Es gibt eine Produktionsgeschwindigkeit V1 und die ist 20 Stück pro Stunde. Die Produktionskosten sind dabei pro Stück folgendermaßen 15 Geld pro Stück. Wem Geld so doof ist, der kann da jetzt sich auch Geldeinheiten vorstellen. Egal. Und die zweite Produktionsstufe sieht folgendermaßen aus. Die rappelt etwas schneller vor sich hin. Deswegen kann man da auch 30 Stück unseres schönen Produktes herstellen und das pro Stunde. Dafür ist das dann auch teurer. Und zwar kostet das dann 20 Geld
pro Stück. Jetzt ist die Frage, wie lauten die kostenminimalen Produktionszeiten T1 und T2. Wie machen wir das? Wir brauchen erstmal noch Randbedingungen, damit wir das Ganze hier lösen können. Und zwar lauten die folgendermaßen: Randbedingungen. Wir produzieren ja nicht unendlich lange. Wenn das so wäre, dann könnte man einfach nur die erste Produktionsstufe so lange rappeln lassen, bis man eben den Output erzeugt hat. Dann ist das Ganze kostenminimal. Aber wir haben eine Zeitbegrenzung, in der wir diesen Output erzeugen müssen. Und zwar ist das eine Schicht von 8 Stunden. Das ist also die eine Grenze. Und wir haben einen Output, den wir erzeugen müssen, x, der beläuft sich auf 200 Stück, die diese Produktionsschicht jetzt irgendwie erzielen soll. So, jetzt gibt es also hier ein ganz klassisches Optimierungsproblem. Wir haben eine Funktion definiert. Wir haben diese Funktion jetzt hier so ein bisschen mit Zahlen gefüttert. Das heißt, die Variable ist im Grunde genommen nur noch die Zeit. Wir wollen jetzt also rausfinden, wie muss man diese beiden Intensitäten der Maschine möglichst genial miteinander kombinieren, um unter der Randbedingung, dass die nur 8 Stunden zusammen laufen dürfen, 200 Stück von irgendeinem Produkt kostenminimal herzustellen. Da geht man jetzt folgendermaßen vor. Man definiert verschiedene Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Dann malt man ein kleines Bildchen und schaut, wo sich da was schneidet. Dann ist man schon fertig. Wir schauen mal, ob wir das hinbekommen. Also, wir kommen zum Vorgehen. Was ist denn irgendwie alles noch so relativ logisch? Es gibt als erstes eine sogenannte Output-Restriktion. Was soll das heißen? Das soll Folgendes heißen. Wir haben einen Output zu erzeugen von 200 Stück. Und wie kriegen wir das hin? Wir haben eine Produktionszeit T1, also die Intensität 1. Und in dieser Produktionszeit T1 können wir pro Stunde 20 Stück erzeugen. Das heißt, 20 Stück pro Stunde Intensität 1 mal Produktionszeit 1. Da kommt also schon mal Stück raus, plus, dann soll ja die andere Maschine vielleicht auch laufen. Also 30 Stück pro Stunde multipliziert mit der Produktionszeit 2. 30 T2. Ich schreibe es mal nochmal einmal dahinter. Die Dimension von dieser Produktionsgeschwindigkeit ist ja Stück pro Zeit. Und das mal Zeit gibt Stück. Und das hier natürlich dann entsprechend auch. Das heißt, wenn ich das hier so zusammen multipliziere, dann komme ich hier auf die Dimension Stück. Das macht ja auch Sinn. Wir müssen 200 Stück erzeugen mit dieser Bedingung, dass wir eben auf der einen Intensität 20 pro Stunde und auf der anderen 30 pro Stunde erzeugen können. Wenn man dann weiter drüber nachdenkt, kommt man auch noch auf eine zweite logische Restriktion. Und zwar ist das die sogenannte Kapazität-Restriktion. Was soll das bedeuten? Ich habe ja vorhin schon gesagt, man könnte jetzt ja fuchsig einfach die günstigere Maschine so lange laufen lassen, bis man den Output erzeugt hat. Das wäre ja kostenminimal. Wäre es aber nur dann, wenn es keine Zeitrestriktion gäbe. Die gibt es aber wohl. Denn wir haben auch noch zu beachten, dass wir eben diesen Output in einer gewissen Zeit erzeugen müssen. Das bedeutet, die Zeit, wo wir auf Intensität 1 laufen, plus die Zeit, die wir auf Intensität 2 laufen, die muss kleiner gleich 8 sein. 8 Stunden, die diese Schicht hat, um die 200 Stück zu produzieren. Auch noch relativ logisch. Jetzt definieren wir mal noch eine dritte Restriktion. Was fehlt denn jetzt noch? Wir wollen doch eigentlich Kosten minimieren. Bis jetzt haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was wir produzieren wollen, mengenmäßig und wie viel Zeit wir dafür haben. Und jetzt kommt das dritte. Es gibt eben auch eine Kostenrestriktion. Wie lautet das denn? Wie lautet die Kostenrestriktion? Die kann man sich auch ganz gut überlegen. Im Grunde genommen ist das alles sehr, sehr logisch. Also es gibt eine Kostenfunktion. Wie setzen sich jetzt die Kosten zusammen? Wir haben hier die Kostenfunktion
und die müssen wir einfach nur mit Leben füllen. Das bedeutet also, wie setzen sich die Gesamtkosten unserer Produktion zusammen? Die erste Intensität kostet 15 Geld pro Stück, multipliziert mit 20 Stück pro Stunde, also 15 mal 20 mal Produktionszeit 1. Das sind die Kosten, die die erste Intensität verursacht, wenn sie genutzt wird. Also 15 mal 20 mal T1, Kosten pro Stück mal Stück pro Stunde sind dann schon mal Kosten pro Stunde und das mal Zeit sind dann Kosten. Und das Ganze für die zweite Stufe eben auch. Also, was hatten wir da gesagt? Schauen wir nochmal gerade nach. 20 Geld pro Stück mal 30 Stück pro Stunde. 20 mal 30 mal T1. Ja, da haben wir doch schon eine ganze Menge geschafft. Ich fasse das nochmal gerade eben zusammen. Wir beschäftigen uns mit linearer Optimierung. In diesem Fall haben wir hier eine stetige Möglichkeit, die Intensität einer Maschine zu variieren in zwei Intensitäten. Grundsätzlich lautet das Optimierungsproblem dann, dass man die Kosten minimieren soll, die sich zusammensetzen aus Stückkosten mal Produktionsgeschwindigkeit mal Produktionszeit. Wir haben das Ganze dann anhand eines Beispiels angefangen zu besprechen mit einer gegebenen Produktionsgeschwindigkeit und Produktionsstückkosten für jede Intensität. Und dann haben wir noch Randbedingungen gegeben, nämlich eine Schichtdauer von 8 Stunden und wir sollen 200 Teile produzieren. Und was wir dann jetzt schon in einem ersten Schritt gemacht haben, ist die drei Definitionen auf, Restriktionen aufzustellen, die man braucht. Eine Output-Restriktion, die Menge, die wir eben in der gegebenen Zeit produzieren sollen. Dann haben wir eine Kapazitätsrestriktion, die besagt, dass wir eben maximal 8 Stunden für unser Ziel haben. Und wir haben eine Kostenrestriktion, also einfach nur die Kostenfunktion mit Leben gefüllt. Und wie wir dann jetzt im nächsten Schritt grafisch zu der Lösung kommen, wie lange man beide Intensitäten jeweils laufen lassen muss, das schauen wir uns im nächsten Video an.